Problem beim Musikmachen ist immer, Leute zu finden, mit denen man menschlich auskommt. Das ist bei Frauen, glaube ich, viel stärker, auch dass sie so ihre Probleme da in den Übungsraum reintragen und ihre ganzen Mängel und Schwächen. Trotzig sein, frech sein, trotzdem sympathisch. Das ist für mich ein She-Devil, wobei ich mir nicht sicher bin, ob wir diesem Wunsch oder dieser Vorstellung irgendwie alle so entsprechen, aber wir probieren es wenigstens oder arbeiten dran. Nur drei She-Devils. Und ein She-Devil ist ein freches, charmantes Mädel. So entspricht es unserem Image. Das sind meine Träume und ja, ich denke, es könnte irgendwas ganz Verrücktes dabei rauskommen. Das ist für mich She-Devils. Also es gibt ja die Ansicht, ich weiß zum Beispiel, dass unsere Sängerin die vertritt, die Lissy nämlich, dass 50% Image verkauft werden und höchstens 50% Musik. Das ist wie mit Rittersport und Milka-Schokolade. Und wenn es bis zum bestimmten Punkt geht, finde ich das okay. Wir haben im Knarrclub gespielt und der Knarrclub hat in seinem Werbeheftchen einen Satz geschrieben, ist nicht von uns, aber es weiß niemand. Und da stand, die Mädels werden den Jungs mal zeigen, was es heißt, mit ihnen eine Nacht zu verbringen. In dem Moment habe ich Schwierigkeiten damit. Also es gibt irgendwie nichts Besseres, als auf der Bühne zu stehen und zu spielen. Das ist schon absolut genial. Ich möchte nicht irgendwie ein Grölen und Hurra kriegen, nur weil ich auch eine Frau bin, sondern ich möchte Anerkennung als Musikerin haben. Ich lasse mir lieber von Frauen und dann Rock lotzen und sie, glaube ich, lieber von Männern. Und das ist nee, so das hat damit nichts zu tun. Also doch, ich spiele lieber vor gemischtem Publikum. Es gibt Tage, wo ich mich total gut fühle und wo ich mich freue auf einen Auftritt, dann fiebere ich dem entgegen, wann geht's endlich los und ja, nun kommt. Und manchmal ist es so, mir geht's fürchterlich schlecht, also wie bei dem letzten Auftritt im Swing, wo ich 39 Fieber hatte und völlig elend war und wo das dann eher so wie ein Rausch ist, wo ich nur dran denke, halt durch, los, noch ein Stück und irgendwie gar nicht so richtig mitkriege, was los ist, wo ich mit meinem Körper beschäftigt bin.
und damit beschäftigt bin, dass der noch funktioniert, ja? Wenn ich gerade auf die Bühne gehe, ist das wichtigste Gefühl, dass ich mich natürlich unsicher fühle. Irgendwie dann sind die Leute, die unten stehen, noch viel zu präsent. Und irgendwann verliert sich das. Und dann manchmal gelingt es mir, dann das alle zu vergessen. Und dann stehe ich einfach nur da und mache meine Musik und vergesse alle drumherum. Dass wir irgendwie in Promotion und alles, was so anfällt, kaum selbst was investieren müssen, aber nichts für uns übrig bleibt. Hey, eins, zwei, hey, eins. Hotel mit Einzelzimmer, Badewanne und warmem Essen. Essen, ja. Wo wir denn 15 Mark veressen durften. War doch ganz toll. Ja, ja, genügend Zeit für Soundcheck, die PA steht da, der Mixer ist in Ordnung. Der Monitor ist in Ordnung, du hörst dich gut, du hast verschiedene Wege aus dem Monitor, also das sind alles gute Auftrittsbedingungen. Ja. Ansonsten haben wir dadurch, dass wir eben auch einen Booker haben, der sich um diese ganzen Sachen kümmert, haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen gehabt. Also der ist schon so, dass er sich darum kümmert, dass wir haben sehr gute Verträge und dass kurzfristig immer mal was gecancelt wird, das liegt am Business, das ist so. Wir spielen zum Beispiel in Hamburg da in der Zinsschmelze und da kann es sein, dass wir Privatunterkünfte haben und das ist auch vollkommen okay, aber ich hätte eine ganze Tour. Nee, und ich hätte auch das keinen macht Bock. Einem irre, ne? Also ich hätte auch keinen Bock, so wie andere Bands, dann, die sich dann völlig aufreiben und dann nicht wissen, wo sie schlafen sollen dann und Bus völlig chaotisch oder sowas. Und nee, ich glaube, das macht ihr nicht. Da macht man sich nur kaputt. Jetzt sag mir bloß, du kriegst den Knopf nicht ab und der Reißverschluss ist kaputt. Nein, der Knopf ist kaputt, lass ihn offen. Achso. Jetzt ist drin ein Reißverschluss. Zange, Zange. Yeah! Oh, Scheiße. Was macht denn Insekten rein? Was denn auch gefällt? Ja, ich arbeite nebenbei. Alles Mögliche. Alles, was viel Geld bringt und nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt. Es gibt so Situationen, wo ich dann denke, ach jetzt scheiße, jetzt hätte ich gerne irgendwie mehr Zeit für andere Sachen und irgendwie übers Wochenende wegfahren oder so. Oder manchmal wird mir das dann einfach zu viel mit den Proben. Jobmäßig organisiere ich Konzerte für so ein Kulturzentrum. Privatleben gibt es ganz wenig. Ich habe jeden Tag Termine. Ich werde irgendwann vor dem Problem stehen, wo kriege ich jetzt Geld her, um davon leben zu können. Das heißt, ich werde arbeiten müssen, wie auch immer. Dann wird es schon wieder schwierig. Also dann mache ich zwei Sachen wieder mal nur halb Musik und halb arbeiten. Musik, weil es mir Spaß macht, arbeiten, weil ich muss. Silke sagt, guck mal, ich habe da eine ganz andere Idee oder irgendwie so, ja? Dann sagt Lissy meistens, ist aber viel zu schnulzig, kann sich mal verzerrt spielen. Now, take a last look at me, we'll never meet again now. I must feel like crying, we could have been friends in some quiet moment. You almost let me touch your soul. After all you've been through, it's hard to go. Dann
Herz hängt eigentlich nicht an dieser Musik, obwohl es mir sehr viel Spaß macht, die Musik zu machen. Und ansonsten würde ich gerne irgendwann, wobei ich keine Vorstellung davon habe, wie es genau aussehen kann, aber irgendwann mit Frauen Musik machen, mit denen ich die Musik machen kann, die, ja, wo ich das Gefühl habe, da ist ein Stück meiner Seele mit drin. Ich möchte zum Beispiel die Wärme von Liza Minnelli haben und das Verrückte von Cyndi Lauper und das Gebrochene von Stiff Baters damals, als er noch bei den Dead Boys gesungen hat. Und ich möchte den Rock'n'Roll haben von Iggy Pop, die Zähigkeit und das Durchhaltevermögen von Mick Jagger haben. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass vielleicht doch mal irgendjemand kommt und sagt, na, ihm gefällt das oder ihr gefällt das und sie hätte irgendwie Interesse und uns vielleicht Plattenvertrag oder irgendwas in der Art anbieten würde. Was für eine Frage! Wir wollen reich und berühmt werden! Ich kann mir nicht vorstellen, oder ich glaube, ich will nicht berühmt werden. Weil es mir zu viel, also so richtig berühmt werden, ist es sehr, sehr anstrengend, sehr stressig. Und letztendlich geht es in dem Business wirklich weniger um die Musik. Und ich glaube, wenn ich das wirklich um der Musik willen machen will, dann sollte ich mich auch davor hüten, zu berühmt zu werden. Ali, nein! Ja, jetzt gleich entspringen, dann gleich voll. Ja. Wir waren an dem Abend auch gut. Komm, so gut gefeiert. Hast du den nie so toll gesehen bei unserem Konzert? Ja, oder? Mhm. Aber zeigt sich die wahre Seele. Guck dir das an, der klatscht mit dem Roll. Gar nicht, er ist in Stimmung. Das macht ja, er drückt. Ah, hier, er drückt. Ah, Wahnsinn. Das ist gut. Guck dir das an. Frank, ja, dann sollte man sagen, ihr bringt es ja sowieso zu nichts. Hier, guck ihn dir an. Das sagt er nicht. Das ist nicht. Guck mal, er liegt da. Anna, mit Anna, nein.
Thank you.